Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 12. Jetzt mit einem Spiel immer noch für unseren Verein, Slavia Prag in der deutschen Superliga. Jetzt spielen wir aber mal wieder ein Spiel in der Euroleague. Das sind wir in der Gruppenphase. Das erste Spiel haben wir da gewonnen gegen Anderlecht 1:0. Und jetzt fahren wir, ich glaube, nach Rom. Wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe. Also wenn ich das Logo richtig deute hier am 27. September. Und ich darf wieder nicht mitfahren. Aber ich, nachdem das letzte Mal völlig in die Hose ging mit meinem Spiel hier, werde ich jetzt die Partie nicht spielen. Werde ich jetzt einfach schnell simulieren, den Computer simulieren lassen, und dann einfach schauen, was da kommt. Ich mache das jetzt nicht spielen. Ich habe das letzte Spiel, was ich gespielt habe hier, gegen Nordsjælland war das. Nee, gegen Aarhus. Das haben wir 4:0 verloren. Und ich meine, schlimmer kann es auch nicht werden, wenn ich das Ding hier simulieren lasse gegen Lazio. Was soll der Scheiß? Der Geiz. Ja, die haben natürlich eine super Aufstellung. Hier ist Cissé vorne mit der 99. Kellström. Radu. Spielt er immer noch? Ach, die haben die letzten Spiele alle hoch gewonnen. Hier gegen Poznan, gegen Rapid Wien. Und wahrscheinlich gegen Silkeborg werden sie jetzt auch 4:0 gewinnen oder so. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt in Zukunft immer so machen. Die Spiele, die ich nicht dabei bin, die werde ich simulieren. Ich meine, wenn ich nicht dabei bin, bin ich nicht dabei. Dann ist ja egal. Da. Ey, Tor für uns, ja? Ausgleich. Da passiert ja einiges. Es geht ja relativ schnell. Jetzt lasse ich mal durchlaufen. Normalerweise klicke ich immer gleich hier auf Überspringen. Sie sehen mit der Führung zum 2:1. Vielleicht passiert noch was. 3:1. Ich sag mal, mit dem 3:1 können wir leben. Wir haben das erste Spiel, haben wir 1:0 gewonnen gegen Anderlecht. Jetzt haben wir das zweite Spiel 3:1 verloren. Ich glaube, da sind wir immer noch gut dabei. Jetzt müssen wir einfach gegen Anderlecht nochmal nachlegen. Ich erwarte jetzt auch nicht so viel davon hier. Okay, jetzt spielen wir gegen den Tabellendritten. Wieder in der Superliga gegen Aalborg. In Aalborg spielen wir das. Ich bin da hoffentlich auch wieder mit von der Partie. Die haben hier einen ganz guten Stürmer. Sehe ich gerade auf Torjäger auf Platz 2. Der hat mehr Tore gemacht als ich. Okay, Kasper Riesgaard ist auch zurück, was auch eine sehr gute Nachricht ist. Aalborg ist bereit für den nächsten Gegner, aber wir sind das auch. Kollege. Kollege, Kollege, Kollege. Wir spielen mal in unserem grünen Trikot, wenn die hier in weiß-rot spielen. Linker Mittelfeldspieler, der spielt ja meine Position, der aktuell Führende der Torjägerliste. Okay, im Sturm mit Holz und Puri. Ist ja mal interessant. Also zwei Sachen sind jetzt gerade interessant in unserer Aufstellung. Dass hier A, unser Captain immer noch nicht spielt und Fonaroli auch nicht drin ist. Okay, dafür spielt aber Beck wieder. Beck ist wieder mit dabei. Zilinsek spielt in der Innenverteidigung. Naja, wollen wir mal schauen, was das jetzt hier gibt. Wollen wir mal schauen. Wir dürften das ruhig mal gewinnen. Ja, wir haben jetzt ja gerade unseren Tabellenplatz 1 verloren. Den wollen wir natürlich wieder zurückgewinnen. Ob das so einfach wird, ja, weiß ich nicht. Das direkte Spiel gegen Kopenhagen haben wir gewonnen. Habe ich so eine Erinnerung? 1:0 oder 2:0? Weiß ich gar nicht. Der hat dieselbe Frisur wie ich. Christensen. Kurt Jürgens spielt hier auf im Sturm. Nein, Scherz. So, gleich mal hier einen Pass zum Gegner. Pass zum Gegner gebracht. Ey. Manchmal verwechsel ich immer Gegner und Mitspieler. Augustinussen. Wo ist er? Da. Die Idee war ganz geil. Ist mir immer böse reingequetscht. Ne? Die Idee war gerade ganz gut, was du da gehabt hast, aber leider musst du für solche Sachen den Ball auch zum Mitspieler bringen.
Ach. Okay. Oh. Oh. Kommt ihr zurück oder nach vorne? Wie auch immer. Oh, jetzt sprinte ich hier mal rein in die Spitze. Doppelzurückhalten. Nee, okay. Oh, was machen die jetzt wieder? Jetzt sind wir alle vorne drin. Und dann kommt aber auch keine Flanke rein. Ey, warum läuft denn der bis zur Auslinie, wenn der nicht flankt? Bin ich denn der Einzige, der Flanken schlägt hier? Entschuldigung, zurück, kleine Unterbrechung hier. Spiel fortsetzen. Oh, jetzt habe ich durch die ganze Unterbrechung hier meine Wutrede vergessen. Na, ist auch geil. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was. Oh, das war absolut schade. Ah ja, genau, er ist bis zur Grundlinie gelaufen. Und anstatt zu flanken, bleibt er stehen und den Ball zurückspielen. Er hätte sich den Weg auch sparen können und gleich zurückspielen können. Splack. Okay. Jetzt spielen. Oh, ich habe schon gedacht, der pfeift hier wieder Freistoß. Schieß! Oh Mann. Ey, den letzten Schlenker hätte er gar nicht machen müssen. Er hätte einfach schießen können. Aber nee, er muss natürlich nochmal einen Schlenker machen. Naja. Manchmal sind es so solche technischen Unzulänglichkeiten oder auch, wo du denkst, warum macht er nicht einfach sowas, was jeder normale Mensch machen würde? Und dann macht die Engine hier doch irgendwas komplett Blödsinniges da. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wir haben ja zum Glück einen Tormann da drin. Hey, es ist meiner! Gib mir den Ball! So. Nee, du. Das ist meiner. Mit dem Ball. Ey. Ja, gehen wir bis zur Grenze der Legalität spiele ich hier manchmal. Körperlicher Härte. Aber. Ist hier kein Ponyverein. Kein Ponyhof. Heinz, hier hat den Ball. Ob raus das Ding. Hier haben wir auf die Seite gespielt hier. Nicht mitten rein nach vorne. Oh nee. Wir bekommen gerade im Moment keinen Zugriff, falls ihr das auch merkt. Also ich merke das, dass die Alborger da so locker flockig vor sich hinspielen. Und wir den Ball nicht rausbekommen. Nicht wirklich konstruktiv nach vorne bekommen. Jetzt hier wieder so ein Fall. Der Ball war mal noch hoch nach vorne und dann kam der Gegner ran. Nein. Dann kriegen die auch noch einen Wurf. Und dann wieder einfach nach vorne gebolzt, ey. Was war denn das jetzt hier für ein Aff? Ey, da kann ich mich aufregen. Ich muss hier gleich mal ein Zeichen setzen. Jetzt. Aber den hoch nach vorne. Ja, genau. Flach spielen. Dann kommen wir zumindest mal ein bisschen Entlastung hier rein. Solange er den Ball nicht gleich wieder verliert hier. Das war ein Versuch. Hätte ich noch weiterlaufen müssen, wa? Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Immerhin haben wir es jetzt mal geschafft, hier mal im Ball mal ein paar Minuten aus unserer Hälfte rauszukriegen. Ein
bisschen in den Spielfluss reinkommen. Bislang passiert da noch nicht viel. Jetzt haben sie mal einen Fehler gemacht, die Aalborger. Aber wir können auch nichts draus machen, weil die einfach zu viel zu langsam umschalten hier. Jetzt muss der Ball wieder nach hinten gespielt werden. Genau, und dann hängen sie wieder auf der Außenbahn fest und kriegen den Ball hier nicht irgendwie mal zum Mitspieler. Jetzt hier mal in die Mitte rein. Ah! Verdammt! Jetzt wollte ich hier meinen linken Fuß wieder auspacken. Hab's nicht geschafft. Bleib auf außen. Jetzt spielst du mir. Ja, what? Ah! Ich hab schon ausgeholt zum Schuss. Das Bein war schon gespannt. aber leider. Naja. Wir haben es ja gesehen, was dann passiert ist. So. Ja, das war dann wohl die gelbe Karte, die ich. Ah ne. Danke, Schiri. Spiel gibt's später. Oh Mann. Genau, so kann es auch gehen. Wenn der Ball mal hoch nach vorne gespielt wird, dann den Ball einfach zurückprallen lassen. Und dann kann man weiter schön nach vorne spielen. Und nicht einfach irgendwie versuchen, den Ball zu verlängern. Da passiert immer nichts. Nichts passiert da. Wir müssen uns überhaupt keine Chancen angucken. In der ersten Halbzeit, es gab nämlich keine. Springen wir gleich in die zweite Halbzeit hier rein. Und hoffentlich, oh hoffentlich, ein bisschen produktiver als die erste Halbzeit. Hoffentlich vergisst Aalborg so ein bisschen, wo der Faden hängt. Wie der Plan aussah. Da hat Heinze aufgepasst, glaube ich. Manche Situationen sind so schnell. Da sehe ich gar nicht, was passiert. Okay, jetzt gibt es einen Freistoß für uns. Anstatt dass er den locker jetzt hier mal nach vorne den nächsten Mann anspielt, haut er wieder voll nach vorne. Komm, spiel mit den Jungs. Du hast dann noch Leute, die mit dir spielen wollen. Da ist er! Nein! Oh! Dann machen wir mal eine schöne Chance hier. Da bekomme ich den Ball, legen mir ein, zweimal vor und dann hätte natürlich auch ein bisschen Glück dabei sein können, dann wäre er drin gewesen. Okay, Eckball. Kopfball. Nee, schade. Au! Das war jetzt kein Foul oder was? Legt er mich einfach flach? Also wenn ich mich hier von eben flach legen lassen würde. So, einfach so. Schade. Na, jetzt hat man mal eine gute Chance hier zumindest mal. Und jetzt sind wir direkt im Angriff wieder. So, jetzt gehe ich mal auf außen. Kommt er hinterher? Ist jemand in der Mitte? Ach, nee. Schuss! Nein, mach doch. Jetzt haben wir hier mal ein, zwei richtig gute Aktionen. Mal wieder. Mikkelsen geht und wahrscheinlich kommt Kamano oder sonst wer. Ist auch egal, Hauptsache er kommt. Wieder ein Doppelwechsel. Das macht unser Trainer hier ganz gerne. Einfach mal zwei auswechseln. Viel zu einfach den Ball verloren. So, jetzt denke ich hier, habe ich wieder einen kleinen Durchhänger hier im Spiel. Weil wieder alles über die andere Seite läuft. Und keiner mit mir spielen will. Meine Gegner tut vielleicht gut daran, die haben Angst vor mir. Nachdem ich hier vorhin auch schon mal einmal. Jetzt geht Petersen kommt jetzt. Das ist jetzt ein gutes Zeichen dafür, dass man auch mal eine Flanke wirklich ankommen könnte. Ist jemand mitgelaufen mit Sneva? Dann muss ich ihn selbst machen! Dann muss ich ihn selbst machen! Ey, warum mache ich alle Tore mit links? Ist wieder, eigentlich ist der rechte mein Fuß. Nee, alles haut er mit links rein, der Flens. Ne, da war ich aber auch noch. Hätte ich da passen können? Nee, viel zu schlecht. Da hätte ich gar nicht nachpassen können.
Das war die einzige Möglichkeit, ich hatte einfach volles Butter aufs Tor. Die einzige Möglichkeit, die ich hatte. Wenn ich ja wieder versucht hätte zu spielen, ja. Wir wissen, was da passiert wäre. Schade. So, wir haben ein bisschen Übersicht hier. Jawohl. Schöner Lauf gespielt. Komm, ist einer auf rechts? Warum ist da ist einer? Hm? Ja. Oh, nee, du. Warum hat er jetzt nicht zu mir gespielt? Ich war da ganz gut gelaufen. Ich bin ihm sogar ein bisschen entgegengekommen. Hat aber nicht für nötig gehalten, den Ball zu mir zu spielen. Ah. Oh. Achtung, 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 Achtung. Gut, raus das Ding. Nee. Na, ich hab schon geahnt. Ich hab nämlich schon wieder gedrückt gehabt, bevor er. Also gleichzeitig mit seinem Pass habe ich gedrückt gehabt und dann hätte ich den Ball wieder direkt, wenn ich ihn bekommen hätte, weitergespielt, was ich eigentlich nicht machen wollte. Und noch führen wir 1:0. Und mal schauen, wir haben noch zu spielen, eine Feldstunde noch zu spielen. Ey, aber Wolf, jetzt gibt er mir gelb oder was? Ey, du bist so eine Fitzpiepe, ey, du Lappe. Wo war denn das jetzt eine gelbe Karte, bitte? Der hat doch vor Angst, hat er es sich fallen lassen. Bitte, vielleicht tu mir nichts. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hopp, Heinze. Jawohl. Schade. So schnell bin ich natürlich nicht gewesen jetzt hier. Ey, manchmal hat der Schiri echt auf mich abgesehen. Das war jetzt nicht das erste Spiel, wo das so läuft. Kommt, Jungs. Truff. Jawohl. Pass auf. Ich muss ein bisschen aufpassen hier und darf nicht zu, zu ungestüm in die Zweikämpfe reingehen. Das hat er mich schon einmal verwarnt, der Schiri, und er macht es bestimmt auch ein zweites Mal. Nee. Ey. Wie einfach kann man denn den Ball verlieren? Der ist zu langsam, gell? Oh Mann, 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 oh Mann. Dass wir nicht einmal einen schnellen Stürmer. Wir könnten wir mal echt gebrauchen. So einen richtig schnellen Stürmer, den du einmal schicken kannst. Aber sobald, solange du jemanden nicht direkt anspielst. Hm. Naja, okay. Augustinusen. Krieg ich jetzt just auf ein Bier. Oh, komm. Ja. Gut. Hätte noch eine Chance, ey. Noch eine Chance wäre jetzt echt doof. Ja, jetzt war es abseits. Das habe ich genau gesehen. Ja, da haben sie sich selbst versucht, da so ein bisschen den Ball hin und her zu spielen. Ja, schön den Ball nach vorne. Jetzt ist auch die offizielle Spielzeit abgelaufen. Jetzt haben wir vielleicht hier nochmal sogar. Oh, jetzt stehe ich hier auch fett im Abseits. Das war Trick 7 mit Selbstverarschung. Ah! Jetzt hat er fast noch ein Tor gemacht hier, kurz vor Schluss. Hier, schönen Lauf gespielt. Und da hat diesmal der Tormann die Kurzecke zugemacht. Wo bin ich denn? Hey, warum bin ich so weit hinten, Mann? Jetzt haben sie noch mal der letzte Angriff. Nee, der Schiri pfeift ab. Der Schiri pfeift ab. Und wir gewinnen das Spiel 1:0.
Es war ein bisschen ein Kampfsieg. Aber letztendlich doch verdient gewesen. Die eine gute Aktion, die ich hatte, hat ausgereicht hier, um dieses Spiel zu gewinnen. Gegen Aalborg. Ein 1:0. Und das können wir doch mit leben. Naja, das war die beste Aktion von Aalborg in der zweiten Halbzeit. Und das, ach, das war die erste Chance, die ich hatte. Und das, da waren die, da hatte ich keine andere Möglichkeit. Da hätte ich natürlich in die Mitte schießen können, in der Hoffnung, dass da Puri an den Ball rankommt. Aber ich habe es mir dann doch nicht gegeben und habe dann einfach mal von drauf geholzt. Hey. Jo. Und so gewinnen wir 1:0. Und bleiben auf jeden Fall an Kopenhagen dran hier. Bleiben wir dran. Und jetzt sind wir, müssen wir mal schauen. Naja, wir bleiben auf jeden Fall einen Punkt hinter Kopenhagen hier. Auf Platz 2 der Liga-Tabelle. Und jetzt fahren wir nach Nordsjælland. Schon wieder. Diesen Spielplan der dänischen Superliga werde ich auch nie verstehen. Naja, auf jeden Fall spielen wir jetzt am 7. Oktober wieder gegen Nordsjælland. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann. Ciao, ciao.